Alle wollen in das Boot, das ist wie der Männer-Deutschland-Achter. Das sagt jedem was. Bei den Frauen ist es der Frauendoppelvierer. Traditionsboot einfach. Sehr erfolgreich. Erfolgreichste Boot, was wir so mit haben. Das Boot ist qualifiziert, aber die Plätze im Boot noch nicht. Und das werden wir jetzt die Saison ausfahren und schauen, wer da drin sitzt. Momentan ist es halt so, dass wir im Team 9 Frauen sind, die kämpfen, den Platz zu bekommen. Klar ist da Konkurrenzkampf mit dabei und das gibt dem Ganzen auch nochmal so einen sehr interessanten Twist so ein bisschen, dass man halt eigentlich gegeneinander arbeitet, um miteinander zu arbeiten. I've been losing myself long ago that I've been sleeping, cause I've been bleeding, trying to buy myself free. Wir versuchen jetzt, den besten Doppelvierer zu finden, um unseren Wunsch Richtung Medaille bei den Olympischen Spielen zu erreichen. Attention, go! Sie müssen natürlich schon ihre Bestwerte erreichen oder noch steigern, so ist der Plan. Und da müssen sie erstmal selber individuell arbeiten. Und dann das letzte Stück ist dann unsere Aufgabe, die Boote zu besetzen und da mit unserem Bauchgefühl auch reinzugehen. Und ich glaube, keiner weiß genau, bis wir das sagen, wer dann drin sitzt und nicht. Also wird für uns auch spannend. Momentan mache ich Kunst eher so zum Spaß und als Ausgleich neben dem Rudersport. Ich habe schon immer sehr gerne fotografiert, aber ich wusste nicht, ob ich das jetzt studieren will oder nicht. Und als ich in die USA gekommen bin, habe ich auch erst mich eher so Richtung Geografie orientiert, aber nebenbei auch Kunstkurse belegt. Und dann hat mir das mit der Kunst mehr Spaß gemacht. Und dann habe ich mich dafür entschieden, halt ein Kunststudium abzuschließen. Ich habe Selbstporträts gemacht von meinem Körper und das war ein sehr persönliches Projekt. Als Athletin habe ich nochmal ein bisschen anderes Verhältnis zu meinem Körper, würde ich sagen, weil das ja auch irgendwo mein Arbeitswerkzeug ist. In dem Projekt ging es auch so ein bisschen darum, dass man selber ja immer sehr leicht Makel an sich sieht und vor allem am Körper, und das ideale Schönheitsbild ist halt sehr schlank, sehr weiß. Irgendwo ging es mir darum, so ein bisschen meinen eigenen Körper besser kennenzulernen und durch einen anderen Blickwinkel nochmal anzugucken und zu sagen, okay, mein Körper ist nicht zu muskulös oder nicht feminin genug oder was auch immer. Mein Körper ist gut, so wie er ist. Und das ist halt ein Prozess, so zur Selbstliebe zu finden. Ich habe es schon auch geguckt, so erreichen die Leute das, was vorgegeben war oder was sie eigentlich können, oder verkaufen sie sich unter Wert, oder war heute ein schlechter Tag, war heute ein guter Tag. Und wenn da jemand einen schlechten Tag hat, kommt schon mal ein Gedanke, okay, let's go, jetzt kommst du, jetzt ist deine Zeit, so nutzt es aus, aber eigentlich will ich so gar nicht denken. Lemon Lime, ganz lecker, bisschen Salz. Natürlich möchte ich, dass mein Team schnell ist und dass ich mit schnellen Leuten und starken Frauen in einem Team bin, weil ich will ja nicht nur ins Boot kommen, weil ich keine starke Konkurrenz habe. Aber eigentlich sind wir ein sehr harmonisches Team und haben auch sehr viel Respekt füreinander und arbeiten gerne zusammen. Und das bringt auch schon viel. Ich habe sehr viele von meinen besten Freunden, besten Freundinnen durchs Rudern kennengelernt. Und das sind so Verbindungen fürs Leben, weil man halt Sachen durchmacht oder Dinge erlebt, die man sonst anderswo nicht erleben kann. Does it hurt so bad?
Meine mentale Gesundheit ist mir auch sehr wichtig. Ich bin mit einer leichten Angststörung und Depression diagnostiziert worden. Ich habe seit 5, 6 Jahren immer wieder Probleme damit gehabt, dass ich halt so Angst- und Panikattacken hatte und sehr lange nicht wusste, was es ist. Aber es war nicht mehr so, dass ich wirklich den Spaß am Sport verspürt habe. Wenn ich keine Bestleistung auf dem Ergo gebracht habe, dann war das eine extrem große Enttäuschung für mich. Und Bestleistungen waren auch nicht mehr, ich habe mich nicht mehr darüber gefreut, sondern es war meine Erwartung an mich selber, was ich beschlossen, okay, ich brauche erstmal eine Pause vom Leistungssport, habe viel anderen Sport gemacht, bin gewandert, Rad gefahren, was sehr viel geholfen hat, weil ich einfach Sport machen konnte ohne einen Leistungsgedanken. Aber dann habe ich das Rudern doch sehr vermisst und habe dann beschlossen, okay, ich komme zurück nach Deutschland und ich probiere es nochmal. Ich nehme Medikamente täglich, die halt quasi meinen Angst- und Stresspegel so ein bisschen niedriger halten. Also man kann sich das wie so Wellenbewegungen vorstellen. Und nebenbei war ich auch schon in Therapie und werde auch wieder in Therapie gehen, einfach um da weiter dran zu arbeiten, weil das halt wirklich ein Prozess ist. Wow! Sarah zeigt uns Lago Azul. Wow! Perfekte Bedingungen. Aber auf jeden Fall heute Morgen vom Rudern 4 Espresso-Shots und jetzt nochmal 3. Ganz ehrlich, von irgendwas muss man abhängig sein. Ja, von Antidepressiva. Wir müssen uns halt jeden Tag beweisen, dass es extrem viel einfach, was gerade ist und immer mit dem Hinterkopf, es geht hier gerade um die Besetzung für Olympia und darum, dass eigentlich nur 4 von uns einen Platz bekommen werden am Ende. Jetzt nicht wirklich gemerkt, welche Kombination zwischen den Leuten er haben will oder nicht. Also es war wirklich trotzdem noch sehr wild gemixt. Ja, wir haben 4 Block gefahren. Das erste Block war der 17. Wir haben zwar hier Parameter, aber dann haben wir ja auch noch einen Trainer. Bauch, sage ich jetzt mal, ein Gefühl, was jetzt mit einfließt auch. Und das wird sicherlich auch Überraschungen geben dadurch. Scheiße. Oh, ich dachte irgendwie, man kann durch die Bahn durchgehen. Ja, aber dann landet man halt auf die Bahn. Das ist das. Das ist der Lagerkoller. Wir sitzen ja alle im gleichen Boot. Haha. Ja, dadurch, dass einfach noch niemand sicher ist, hilft es ja nicht, sich gegeneinander aufzureiben. Und da haben wir einfach eine ganz gute Basis im Team. Jetzt voll in Zug. Gleich mit Wind. Beine, Arme in Zug. 40. 20 Meter. Durch. Wenn es dann klar so darauf ankommt, eventuell auf diese eine Strecke, dann gibt man halt einfach noch mal mehr. Wenn man danach sagen kann, ich habe mein Bestes gegeben, dann wird die Entscheidung danach gefällt und man kann sich eigentlich nichts vorwerfen. Also. Das war das Letzte und jetzt muss ich noch mal das alles analysieren, schnell und ja. Ja. Und dann Ende des Tages noch mal entschieden. Ich denke, wir haben jetzt eine gute Lösung gefunden. Und ich stehe da auch 100% dahinter. Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Mhm. Ja.
bin auch froh, wenn es vorbei ist. Muss euch nur auf den richtigen Sitz setzen. Gut. Also natürlich, als der alle wichtige Auswahlen, das Auswahl auch relativ nicht einfach. Er hat da vorher noch auch erklärt, wie das Ganze zustande kam. Da war ich quasi auch nicht anwesend. Also ich habe einfach nur auf die Namen gewartet. Und man merkt halt einfach diese Spannung im Raum. Also es ist ganz unangenehm. Großes Ziel. Vorbereitung, Mannschaft, welche hat Medaille, hat Chance, eine Medaille von Olympia holen. Das ist schon sehr schwierig. Die Entscheidung ist in dem Moment für viele auch einfach karrierebestimmt. Und ich habe gemerkt, wie Carlotta und Lisa neben mir und auch die anderen im Raum alle ordentlich am Zittern waren. Unsere Entscheidung ist, Doppelvierer wollen wir jetzt trainieren mit Tabea Schöndecke, Leonie Menzel, Pia Greiten und Marion Fels. Aufschlag ich, Tabea Schöndecke. Take it or leave it. Dann hinter mir Leonie Menzel, dann Pia Greiten und dann Maren Völz im Bug. Man gibt die Hoffnung nicht auf, bis wirklich der letzte Name gefallen ist. Und ja, dann war es durch und dann ist so ein bisschen die Last abgefallen, aber gleichzeitig ist man natürlich dann auch enttäuscht. Und ja, die vier Namen gingen so schnell rum, aber man realisiert es halt sofort, dass man nicht drin ist. Wollen wir kurz eine Pause machen? Schreibt ihr dann? Ja. Boah, du bist so verarscht, ne? Take it or leave it. We gotta move on. I don't wanna fight one more evening. But who's right and who's wrong? It's just fears that you're feeding. And maybe it's my fault, 'cause we both are still here.